zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Ne, der fährt falsch. Mal kurz ein bisschen in den Spiegel gucken, nicht dass hier gleich ein Herr Richter auftaucht. Gut, wir machen uns jetzt ab in den Wald. Ach, ich muss doch nochmal mit dem Richter, mit dem RaceX telefonieren. Wer es nicht gesehen hat, gestern und vorgestern gab es ein kleines Fußballspiel hier. Deshalb waren wir beim Fußballplatz. War ganz interessant. Ich habe gewonnen. Jo, mit meinem Team. 10.000 Euro hat jeder gekriegt. Richtig schön. Die kleine Finanzspritze, die konnte ich brauchen. Ups. Falsch abgebogen. Ich dachte, hier wäre schon der Feldweg. Ich muss jetzt aber unbedingt in den Wald. Und dann muss der Jürgen mir auch nochmal sagen, ob jetzt die Pacht eine oder zwei Wochen sind vom Forstgebiet. Und dann sollte ich, ich werde mal gucken, wahrscheinlich nächste Woche dann das mit der Pacht regeln. Quatsch. Mit der Pacht. Mit der Steuerprüfung beim Jürgen. Und dann haben wir ja auch noch nächste Woche. Nächste Woche haben wir einige Termine. Ein Service von der Sämaschine und dem Traktor hier. Ich weiß gar nicht, ob der John Deere auch einen Service braucht oder der Hacker. Muss ich nachher mal gucken. Jetzt muss ich auf jeden Fall mal in den Wald, dass wir da vorwärts kommen. Eigentlich muss ich dann auch noch mal gucken wegen Düngen von unserem Feld. Das sollte ich auch noch irgendwann machen. Aber das hat noch ein bisschen Zeit, denke ich, bis morgen. Priorität hat jetzt tatsächlich erstmal der Wald. Wenn ich am Wald bin, dann werde ich gucken, was die Carbonproduktion macht. Dann kann man mit dem Tablet dann mal einloggen. Ob ich da wieder Wasser brauche, ich weiß es gar nicht. Dieselfass habe ich auch noch am Hof, das heißt, ich muss irgendwann nochmal Diesel vom Jürgen kaufen, dass ich mir das an den Hof stelle. Folge Varuna, hallo. Morgen. Ah, hi. Guten Abend, ey. Guck mal auf die Uhr. Ah, ist doch noch früher Morgen hier. Hey. ich bin die Paletten unten bei dir am Aufladen, ne? Ja, die 5 Stück, die vor der Produktion stehen. Jo. Passt, okay. Ich wollte auch noch irgendwas. Ach so, was war's denn? Was wollte ich denn von dir? Ah, ich warte mal kurz, ich bin gerade an meinem Häcksler.
Kann sein, dass ich da auch noch einen Service brauche. Das würde ich. Ah nein, ich weiß wieder, was ich wollte. Wie lang ist denn jetzt eigentlich die Pacht von dem Wald? Eine oder zwei Wochen? Eine erstmal. Das ist aber schlecht, weil die Woche ist jetzt rum und ich habe noch nichts gemacht. Ja. Ha, pass auf, dann setze ich die um. Dann mache ich die, dass die erst jetzt anfängt. Also bis nächste Woche. Jo. Okay? Wenn du ja noch nichts gemacht hast. Jo, nächste Woche hast du dann, kannst du einen Full Service machen. Der Johnny und der Häcksler brauchen auch eine Wartung. Mhm, also alles. Also alles. Okay. Ja, komm schon noch. Jo, gut, dann bis nächste Woche erstmal. Jo. Tschüss. Ciao. Ich hab Glück gehabt, ey. Ja, ich habe ja nichts gemacht hier, aber warum ist das auch nur eine Woche? Das verstehe ich nicht ganz. Naja. Gut, warte mal, nehmen wir mal aus. Ein bisschen Hackschnitzel. Ich hoffe mal, dass ich da überhaupt mit dem Dinger dran komme. Also warte mal, ich muss ja den Dinger da. Ich muss die ja noch entasten, ey. Hast keinen Zugang? Gibt es auf dem falschen Grundstück? Hier ist die Bemarkung. Hatte ich aber Glück, ey. Ja, hallo, Volker hier. Ja, Patrick hier. Servus. Und zwar, Razex hat mir jetzt an deine Kartons gebracht. Hm. Die sind ja noch nicht bezahlt, oder? Nee, die Leerpaletten auch noch nicht, glaube ich. Die Leerpaletten hat dir das letzte Mal Björn bezahlt. Okay, ja, dann passt's. Da wollte ich mich jetzt erkundigen, was du für die Kartons bekommst. Und wie sieht das mit der Berechtigung aus meiner Molkerei in die Paletten nicht? Ah, was nochmal? Die Molkerei nimmt die Paletten und die Kartons nicht. Ja. Dann, sie haben ja den Zettel unterschrieben, oder nicht? Mhm. Ja. Sind Sie sicher? Also Sie müssen meinen Zettel unterschreiben. Okay. Ich weiß gerade nicht, ob der Björn das letzte Mal gemacht hat. Ich habe jetzt mal für Sie einen Zettel unterschrieben, dass Sie, dass das durchgeht. Preis, muss ich gerade mal überlegen, was das war. Moment, muss mal gerade in den Unterlagen gucken. Gleich wieder da. Da,
Ah, hier. Okay. Ja. Mach ich ein Angebot zur Erstlieferung von 1250 die Palette. Mhm. Also ist halt so ein Kennenlernangebot, sag ich jetzt mal. Okay. 1250. Ja, das wäre insgesamt 1250 mal 5 wären 6200 netto. Hm? Und dann kommen noch 10% Steuern drauf, macht dann 6900. 6,9. Dann überweise ich dir. Ja. Yep. Was habe ich? 6,2, das heißt 700. Oh, vielen Dank. Ja. Dann überweise ich nämlich auch gleich die Steuern. Das ist mir immer am besten, am liebsten. Mhm. 700. Gut. Gut, wenn Sie wieder irgendwas brauchen, Herr Blaubeer, melden Sie sich. Dann werde ich mich bitte melden. Ja. Schönen Abend bzw. schönen Tag noch. Ja, ebenso. Abend. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Der Häcksler hier, der ist auch nur noch gemietet, gell? So, aber ich würde sagen, das läuft hier. Also das ist wirklich mal gut. Zieh den schön rein, das ist perfekt. Also ich mag ja den Häcksler total, muss ich echt sagen. Der ist so praktisch durch das Rohr und den Greifarm. Perfekt. Vor allem für das, was ich ihn brauche. Da ist er halt hervorragend. Ich sollte vielleicht gucken, dass ich die Bäume hier, die Kiefern, oder was das sind. Ich glaube, das ist, ich würde mal sagen, das sind Kiefern, dass ich die verhäcksel. Und die langen gerade Stämme, dass ich die eher aufspare fürs Sägewerk. Ja. Wobei es halt auch nice ist, so einen großen Stamm zu nehmen. Weil den, bis der reingezogen ist, da kommt ordentlich was an Hackschnitzeln bei rum.
So. Aber ich schaue jetzt noch ganz schnell mal ins Tablet. Und dann war es das für die Folge von heute. Ich muss da mal die Produktion überprüfen. Den Baum noch mit Asten. So. Tablet. Holzkohle. Da haben wir schon wieder 4 Paletten, das ist ganz okay. Hackschnitzel ist natürlich Brennpunkt Nummer 1. Holzkohle, Karton. Fehlt auch Hackschnitzel. Ansonsten sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Palettenproduktion ist schon wieder aus, warum denn das? Sägewerk ist voll. Gut, ich würde sagen, das passt aber soweit. So, also wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen geht's weiter. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.